quält. Sehen Sie noch mal genauer hin. Sie müssen etwas übersehen haben. Ich weiß, was Sie als nächstes sagen. Abwarten, wiederkommen in ein paar Tagen. So lang kann ich nicht warten. Ich hätte noch ein paar Fragen und würde gerne wissen, ob es normal ist, so wie ich mich fühle an manchen Tagen. Ich kann es kaum ertragen, in vollen Einkaufspassagen. Die ganzen Horrorvisagen schlagen mir auf den Magen. Paranoia, bin auf der Flucht, als würden die mich alle jagen. Was soll man da noch sagen? Ist das normal, dass mir jedes Gesicht 100 Geschichten erzählt? Hören will ich die jedenfalls nicht. Halt meine Ohren zu, kneife meine Augen zusammen. Doch es ist immer noch da, ich komme nicht mehr klar. Herr Doktor, ich hab keine Ahnung, was Sie meinen, wenn Sie sagen, ich bild mir das nur alles sein. Ich hab gedacht, Sie wären nett und kompetent und verschreiben mir auf Rezept das passende Medikament. Sagen Sie mir, was es ist, wenn man alles hat, was man braucht, trotzdem so viel vermisst. Sie können wirklich ehrlich sein. Sagen Sie schon, wie ernst ist es und können Sie mich davon befreien? Ist es schon schizophren, mal richtig aus sich rauszugehen, sich selbst dabei im Wege stehen? Wie nennt man dieses Phänomen? Was meinen Sie wirklich, wenn Sie sagen, ich sei eigentlich